So, liebe Campingfreunde, mal wieder was Neues. Ja? Und einziges, was nicht neu ist, ist der Daniel. Den kennt er schon, mit Maske ist halt immer schwierig, genau. Ne? Logischerweise. Aber der Daniel aus Lörrach, da war ich ja schon ein paar Mal. Ne? Titronic, Robetta und. Ne? Genau. Der absolute Fachmann, was das anbelangt. Aber heute sind wir hier, ihr seht schon, bei Challenger angelangt. Ne? Bei Challenger. Und Daniel, ihr habt hier was Besonderes stehen. Und das hat mir sofort mal erstmal ein bisschen die Sprache verschlagen, weil das mega zugänglich ist, das Fahrzeug. Erzähl mal, was ist das denn für ein Fahrzeug? Teilintegriert. Genau, ist ein teilintegriertes Fahrzeug mal zur Abwechslung. Ist der 240 Open Edition. Ein ganz spezielles Fahrzeug, weil wir zwei Eingänge haben. Wir haben hinten in der Heckgarage noch eine zweite Tür, wo man quasi zum Hauswirtschaftsraum ins Fahrzeug rein kann. Das ist ja cool. Ne? Also genau. Zwei Eingänge. Ne? Und dann noch sehe ich das eine richtig schöne Lounge. Schöne Lounge, ja, mit dem Hubbett oben drüber. Hubbett, ja. Also so genau. an den X100, was ist es? X150 angelehnt. Den 260, aber das ist ein 7 Meter Fahrzeug. 7 Meter, länger, genau. Ja. Okay, und der ist jetzt auf Ford-Basis? Den gibt es als Editionsmodell nur auf Ford-Basis. Das gibt es genau. Nur auf Ford-Basis. Ja, coole Sache. Und ihr habt hier den 240 Open Edition. Deswegen genau. Heißt er auch Open Edition, dass er hinten und vorne reinkommt. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir gucken uns das Fahrzeug mal an. Ne? Und fangen wir mal von außen an. Genau. Ne? Schöner Ford. Ne? Auf jeden Fall bullig. Ne? Ford ist bullig. Ja, der Ford Transit mit 170 PS. 170 PS. Automatik auch okay. Mit drin. Boah, genau. Coole Beleuchtung. Und ist das nur, ist das nur Fake? Das ist nur für die Messe. Ja. Nur für die Messe. Ja. Ja. Okay, flexible U-Sitzgruppe, Glastrennwand, große Garagentür, einzigartig. Ein großes Dach, Panoramafenster sehe ich gerade, ja. Zum Öffnen. Gibt es auch nicht überall. Ne? Cool. Ja, Volo. Wie hoch ist denn der? Weißt du das gerade? Wenn nicht, blende ich es ein. Nein, das ist 2,96. 2,96. Ein wahnsinnsgroßes Fenster hier. Ne? Genau. Wir haben hier eine Gasheizung, eine Truma 4 wahrscheinlich. Das ist ein Truma Boiler und wir haben eine Dieselheizung. Dieselheizung? Immer nur mit Dieselheizung. Aha. In dem Fall ist die Webasto Dieselheizung und ein Truma Gasboiler für Wasser. Warmwasser. Für Wasser, ja? Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hinten rein. Gehen wir mal hinten rein, mal was Neues. Ja? Das ist auch selten, dass man mal hinten ins Fahrzeug reingeht, da wo normalerweise die Garage ist. Und zack, hier gehen wir rein. Da ist eine Öffnung. Ihr seht schon hinter mir, der Daniel kommt jetzt hier hinten rein. Auch Schalter und alles hier, jawohl. Genau, Lichtschalter, eine Trittstufe ist auch nochmal hier. Ja. Okay. Eine elektrische Trittstufe. Hier haben wir nochmal einen besonderen Schrank. Ja. Dinge zu verstauen. Clever gemacht, ja. Clever gemacht. Jawohl. Da unten kann man dann seine Wanderschuhe hinhängen, Schuhhalter. Okay, jede Menge Staufächer. Schaut euch den Platz quasi an. Quasi ein begehbarer Schrank. Schaut euch den Platz an. Das ist ja Wahnsinn. Hä? Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe hier jede Menge Platz. Schaut euch das an. So eine kleine Umkleidekabine oder wenn man einfach dreckige Schuhe hat, dann geht man hier hinten ganz rein. Ganz genau, geht man hinten rein und dann. Küche ist auch schön gemacht. Vor allem, wir haben hier über den Kühlschrank eine schöne Anrichte. Jawohl. Ein Kompressorkühlschrank drin. Richtig viel Platz, ja, genau. Kompressorkühlschrank, ein schönes Spülbecken, richtig schön edel gemacht aus, mit einem gescheiten Wasserhahn, jawohl. Ist das Design, ist Standard, ist einfach ein Sondermodell? Ist das Standard, also vom Graphit-Premium-Design. Okay. Genau. Ja. Zwei Flammenkocher. Zwei Flammenkocher mit Piezozündung, jawohl. Genau. Dann haben wir hier natürlich jede Menge Fächer. Ja. Ja. Platz ohne Ende mit natürlich mit Softclose, was ich natürlich jetzt geil finde. Ja, wir haben hier so eine Abtrennung. Genau, eine Glasabtrennung. So eine Glasabtrennung. Das macht das Ganze ja richtig wohnlich, wie so ein Zweizimmer-Apartment. Ja, also richtig edel gemacht. Ne? Und hier auch ein Highlight. Schaut euch das an. Wenn man duscht, einfach rüberklappen. Oha! Genau. Junge, also kann ich da rein, ja, logisch. Also wenn wir da einen Architest machen, da kann man locker einen Architest machen. Schaut euch das an. Schaut euch das an, was ich Platz hier habe. Also, das ist natürlich Champions League zum Duschen, logischerweise. Gegenüber ist ein Van, kann man nicht vergleichen. Auch eine schöne Duschbrause hier, schön beleuchtet auch. Ich finde immer alles geil. Halten Sie mir vor, aber was soll ich denn sagen, wenn ich es geil finde? Ich kann ja nicht das Gegenteil sagen. Ne? Ja, und wenn man... Hupe funktioniert auch. Schöner Thron hier. Ja? Alles, was ich gehört und auch sehr pflegeleicht. Schaut euch das an. Also das ist einfach zum Putzen. Ja, super. Wer ein großes Bad möchte, ist hier richtig. Dann geht's weiter. Was hier noch ein kleines Highlight ist die Bar. Ja, also hier kann man Weinflaschen reinstellen. Hier können die Rotweingläser drinstehen. Ja. Genau. Ja. Sehr schön gemacht, auch hier mit den Gläsern, dass hier nichts rüttelt.
edel gemacht. Ne? Ja. Hubbett haben wir auch hier, ihr seht schon. Und vor allem 1,60 Meter breites Hubbett. 1,60 Meter. 1,60 Meter breit. Ja. Da hat man richtig Platz. Ja. Und vor allen Dingen schaut euch diesen Wohnbereich an, Leute. Kannst du dich mal hinsetzen, dass man das mal ein bisschen hinsieht, dass man den Platz mal richtig spüren kann. Ja? Wahnsinn. Ein Tanzsaal. Fernseher ist da runter wahrscheinlich. Oha. Jawohl. 32 Zoll Bildschirm. Sofa Lounge. Schön zum Sitzen. Oh, wo ist Bier? Ja, das ist ja? Wo ist das Bier? Okay. Genau. Dann sehe ich hier noch einen speziellen Tisch. Ja, ich wollte noch rein. Kann man die so ausklappen. Jawohl. Ja, ein Teleskoptisch, auch ausklappbar in vier verschiedenen Seiten. Genau, einfach um ihn zu erweitern. Hey, clever. Oder wenn ich dann abends Fernsehen gucken möchte, klappe ich ihn zusammen. Fahre runter, habe ich meinen Sofatisch. Wow, da kann man sich ja richtig hinflacken, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist ja wie zu Hause. Hey. Das ist eine richtige Couch, Junge. Genau. Eine richtige Couch. Ja, okay, 1,60 Meter Bett. Da kann man natürlich auch oben schlafen schon. Man kann das zur Hälfte nur runterfahren. Aha, jetzt machen wir es gerade. Tisch geht weg. Jawollo. Hat man schon eine schöne Beinablage, hier ein Polster hinmachen und kann sie richtig hinflacken. Oder das Ganze wahrscheinlich zum Bett ausbauen. Auch noch. Elektrisches Hubbett fährt nach unten. Man kann hier noch ein Notbett bauen für eine dritte Person. Aber ideal für zwei natürlich. Ah ja, das ist ja eine Wahnsinnswohnung. Also hier könnte ich mir auch vorstellen, drinnen zu leben, ganz ehrlich. Ne? Das wäre überhaupt kein Ding. Das ist ja schon fast Luxus. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, haben Challenger mal wieder ein richtiges Schmuckstück gezaubert. Was auch noch witzig ist, sind die zwei Hocker, auf denen du gerade sitzt. Ja. Also die sind variabel, die kann ich hier verstellen. Also wenn einer hier sitzen möchte. Ach, die sind variabel? Die sind variabel, genau. Jawohl. Die sind hier mit Magneten. Okay. Genau. Also es gibt ein Bild, wo hier 9 Leute drin sitzen. Die sind magnetisch, Leute. Ich kann euch sagen, das ist eine geile Idee. Da auch wieder jede Menge Platz. Ja. Fernseh 32 Zoll. Genau. Oh, jetzt YouTube an und gut ist. So Wahnsinn. Also das habt ihr echt gut gemacht. Was mich aber interessieren würde, Daniel, wie sieht es denn so aus mit der Heckgarage? Haben wir dann halt fast keine mehr, oder? Haben wir die Heckgarage noch Platz? Ist die begehbare Heckgarage. Ist die begehbare Heckgarage. Ja. Da haben wir, ja gut, da könnt ihr das Fahrrad reinstellen. Genau. Trotzdem. Ja. Gucken wir gleich mal von der anderen Seite noch. Vorne der Ford, da braucht man ja die Sitze nicht drehen, weil ihr habt ja hier genügend Sitzmöglichkeiten. Ja. Also das ist alles easy. Möglich wäre es, aber braucht man nicht unbedingt. Wo liegt denn der preislich? Der geht bei, guck mal, komm, geh mal raus. Ja. Hier stehen natürlich so viele Challenger, da ist der Daniel natürlich. Ja, bei 60.099 geht er los. Und da ist schon recht viel drin in der Ausstattung, das ist die Open Edition Ausstattung. Da ist auch schon das Automatikgetriebe drin, die 170 PS vom Ford. Und dann dieses ausgestellte Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, liegt bei 68,75. Jawohl. Dann haben wir Fernseher drin, alles genau, drin. Mit Markise, Solaranlage und schöne Außenbeleuchtung dran. Genau. Ne? Ist natürlich hier, sieht man auch nochmal, was drin ist. Xenon, tagfahrlich, zwei Eingangstüren, TV ist drin. Etc. Also da habt ihr wirklich alles schon. Jetzt gucken wir aber trotzdem noch, Entschuldigung, da gucken wir aber noch mal. Hier ist natürlich eure Garage. Das ist noch das Polster für das Notbett unten. Ja. Genau. Also da gibt es keine Ausrede mehr. Also die Garage kann man natürlich auch als Garage nutzen. Genau. Da kommt ihr dort trotzdem auf der anderen Seite rein. Wow, ich bin echt baff. Ja, das ist mal wieder ein Highlight, wo mir wieder richtig gefällt. Ne? Was anderes. Ja. Aber ihr müsst wie alle Kastenwegen, wie alle Wohnmobile, müsst ihr selber fühlen. Also deswegen einfach mal anschauen, wie es euch gefällt. Bauchgefühl ist entscheidend. Und dann geht man vorbei. In Lörrach bist du zu Hause? Lörrach bin ich zu Hause. Genau. Genau. Hier steht es auch, Reisecenter Lörrach. Und da könnt ihr den Daniel ausquetschen, wenn ihr die technischen Details haben möchtet. Ganz genau. Da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Genau. Denn hier ist Kundschaft und das ist wichtiger. Alles klar. Daniel, vielen Dank. Danke auch. Und wir gehen weiter. Ciao. Ciao.